Du hast doch noch erwischt. Ich dachte, ich bin nicht dran gekommen. Stand da doch. Ich hoffe, die Blätter ist nicht so arg geblendet, aber gerade steht die Linse volle Kanne in der Sonne. Dale, máquina. Son dos cojones. Mierda, no te apoyes. Gracias. Das Fahrwerk fühlt sich jetzt auf den Treppen sehr gut an. Ich, hallo übrigens, Klausmann Service wie immer. Ich muss nur gucken, ob hier jetzt irgendwo wieder der Einstieg, ja. Vorderbremse hat noch nicht so Bock gehabt vorhin. Muss man mal gucken, ne? Aber Fahrwerk fühlt sich so gut an. Sehr ungewohnt, wenn hier alles so frei steht. Ich war das immer gewohnt, dass hier alles dicht ist. Jetzt steht alles so offen. Jetzt siehst du so viel mehr auf einmal. Man hat sich halt immer nach... Es ist in Winterberg genauso gewesen. Man orientiert sich immer sehr an den Bäumen oder an dem Dickicht. Und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, dann ist alles ungewohnt, obwohl eigentlich alles gleich ist. Aber fühlt sich sehr smooth an, muss ich sagen. Plan ist eigentlich Richtung Geisberg, ein bisschen Geisbergfilm. Eigentlich wollte ich nur Geisberg, aber ja, da ich jetzt hochgekommen bin, fahren wir halt hier runter und dann Geisberg. Mittlerweile auch noch mehr Wege entlang. Wie gesagt, Vorderbremse wollte vorher noch nicht so. Ich habe es jetzt ein bisschen früher eingestellt, aber ja, sie zieht. Stand jetzt seit Lac Blanc. Ich glaube, Lac Blanc Video ist 6 Wochen her oder sowas. Oder 5, 4, keine Ahnung. Es stand sehr lange, das Fahrrad. Und seitdem auch nicht mehr Downhill gefahren. Freue ich mich umso mehr, dass ich hier mal wieder im Grünen bin. Übrigens auch das erste Mal, glaube, dass ich ohne Schiene fahre. Ich bin ja sonst die ganze Zeit mit Schiene noch gefahren, obwohl ich nicht unbedingt musste, aber es hat sich einfach besser angefühlt. Mittlerweile ist aber eine gute Griffkraft da. Daher habe ich gedacht, ich hatte dabei die Schiene, das heißt, wenn es wirklich toll war, wird, aber ich glaube, jetzt Geisberg sehe nicht so ruppig, da wird das gehen. Wenn die Griffkraft nachlassen würde, dann ziehe ich die Schiene an, dann ist es wieder gut. Aber ja, irgendwann muss man es halt auch mal wieder richtig belasten. Ich glaube, wir fahren hier mal. Und wir nehmen alles mit. Hier riecht es leicht nach Gras gerade. Man sieht, heute ist Montag, am Samstag hat es noch ziemlich geschüttet. Ich glaube Samstag auf Sonntag auch nochmal, ja. Samstag auf Sonntag auch nochmal, aber dann nicht mehr. Daher ist der Boden eigentlich sehr, 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 sehr gut. Und so eine Mischung zwischen trocken und feucht, aber auch jetzt nicht irgendwie rutschig.
verhältnismäßig sehr smooth. Also merkst gar nichts. Also vorher hast du gemerkt, dass ich dich irgendwo weggeschoben hat oder halt gekickt hat. Ich bin da drüber einfach nur gerollt, wie wenn ich wirklich nur drüber rolle. Also, ganz geil. So. Also eigentlich wollte ich ja den Step-Up hier unten noch von außen filmen, aber ich bin jetzt so nass. Gar keinen Bock mehr. Los! Deswegen fahren wir jetzt durch und dann gönne ich mir was zu trinken da unten. Ich glaube, ich bin den letztes Mal auch mit dem DH gesprungen. Und da hat er wesentlich mehr gekickt. Also mitgekickt meine ich. Das war noch vom Klausmann-Tuning. Und da hat er mich anders hinten hochgehauen. Oder allgemein anders geschoben. Und hier war es irgendwie, ne? Ja, geil, Mann. Puh. Hoffe, die Aufnahmen werden nice. Also, haut rein, ich gehe jetzt was trinken.